Hallo, liebe Hubdoc-Leser. Heute dreht es sich um ein Zubehör, was wir alle schon mal in der Hand gehabt haben, und zwar der Philips Hue Dimmschalter. Den gibt es jetzt nämlich in einer neuen Generation, komplett überarbeitet, und ich möchte euch heute mal zeigen, was da die Unterschiede sind, denn ich denke, Signify / Philips Hue hat sich richtig Gedanken dabei gemacht. Und wer jetzt denkt, hey, warum soll ich hier meine Dimmschalter zu Hause austauschen, der muss sich mal den neuen anschauen. Verpackt ohne Plastik, einmal den Dimmschalter, ups, und die Platte. Und hier merkt man schon beim ersten Blick, was sich da alles getan hat. Ja, wir haben hier wirklich einfaches, glänzendes Plastik, was meiner Meinung nach, ja, nicht den allerschicksten Eindruck macht. Und hier haben wir mattes Plastik, das fühlt sich geschmeidig an, sanft, ja, und es glänzt halt nicht so, es wirkt viel, viel hochwertiger. Und alleine das ist einfach schon eine krasse Veränderung, wo ich sagen würde, das hier ist so ein, ja, so ein einfacher Billigfernbedienung, und das hier ist echt ein Produkt, wo man das Design von vorne bis hinten durchgearbeitet hat. Zudem haben sich die Tasten ein bisschen geändert, die Belegung der Tasten. Wir haben oben bei dem alten einen Einschalter, und mit dem konnte man durch die 5 Szenen durchschalten. Wir haben die Dimm, heller und weniger hell, und wir haben den Ausschalter. Bei dem neuen haben wir oben einen Ein- und Ausschalter, dann die Dimm-Taste, die jetzt als Wippe angeordnet ist. Ja, fühlt sich kaum anders an. Und wir haben die Hue-Taste. Mit der Hue-Taste können wir unsere Szenen durchschalten. Wie sich das verhält nachher in Verbindung mit einer Lampe, das schauen wir uns auch noch an. Ebenfalls interessant ist die Tatsache, nicht unbedingt, dass wir hier die Knopfzelle wechseln können, ohne einen Schraubendreher suchen zu müssen, sondern vielmehr, dass hier in dem Dimmschalter Magnete verbaut sind. Bei der alten Generation war es so, dass die Magnete, ihr seht es hier, in der Halterung verbaut waren. Was hat das für uns für einen Vorteil? Wir können jetzt den Dimmschalter einfach so an den Kühlschrank heften, und er fällt nicht runter. Wir brauchen also nicht unbedingt die Halterung. Finde ich eine feine Sache. Eine weitere Änderung verbirgt sich auf der Rückseite der nun größeren Platte. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, einfach mit 3M-Klebern die ganze Geschichte an der Wand zu befestigen, oder aber wir nehmen die Schraublöcher, und da haben wir nicht nur viel mehr, sind auch weiter auseinander. Während hier der Lochabstand so ungefähr bei 5,23 cm war, ist hier der Lochabstand von ungefähr 5,8 bis 6,6 cm durch dieses horizontale Loch. Und das gibt uns die Möglichkeit, die Montageplatte auf einer Unterputzdose zu montieren, auf einer leeren Unterputzdose, wo kein Lichtschalter mehr drin ist. Ist natürlich eine feine Sache, wenn man nicht kleben möchte, wenn man sagt, okay, ich will es wirklich fest verschraubt haben, aus welchen Gründen auch immer. Das ist jetzt mit dem neuen Modell möglich. Insgesamt kommt natürlich zugute, wir sehen es hier nochmal, dass der jetzt nochmal, ja, so ungefähr 6-7 mm breiter geworden ist, und das hilft einfach ungemein dabei, den einfach über eine leere Dose zu kleben oder zu schrauben, und man halt keine Ränder, keine Löcher an der Seite. Ist also eine wirklich feine Sache. Ich bin soweit wirklich schwer angetan, also Philips Hue hat sich wirklich Gedanken gemacht, wo die ein einfaches und beliebtes Produkt noch besser machen können, und haben es eigentlich in allen Punkten geschafft. Jetzt schauen wir mal, wie sich die ganze Geschichte verhält, wenn wir eine Lampe steuern. So, hier haben wir unser iPad mit der aktuellen Hue-App, und wir konfigurieren als erstes natürlich mal das Zubehör. Dann gehen wir auf Zubehör hinzufügen und auf Dimmer-Switch, und jetzt werden wir hier gefragt, hat sich auf der Vorderseite oder befindet sich vorne auf dem Dimmschalter ein Hue-Logo? Und da sagen wir natürlich ja, weil es ist die neue Generation. Und jetzt sollen wir 3 Sekunden lang den Ein- und Ausschalter drücken. Auch das machen wir mal. Und dann blinkt hier eine kleine LED. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Sie blinkt auf jeden Fall. Deswegen sagen wir ja. Und der Dimmschalter wird gesucht. Und dann ist er auch schon verbunden. Ich wollte es gerade abbrechen. Glück gehabt. Setup fortsetzen. Jetzt können wir überlegen, in welcher Zone oder welchem Raum unser Dimmer-Switch genutzt werden soll. Und das ist bei uns der Testraum. Da ist diese Lampe drin. Dann dauert es kurz. So,
Dein Hue Dimmer Switch steuert nun den Testraum mit den folgenden Standardeinstellungen: Ein- und Ausschalter, Dimmschalter und die Hue-Taste Zyklus zwischen den Szenen. Wir sagen einfach mal Konfiguration ändern und haben dann hier den Modus. Wir könnten jetzt auch ein zeitbasiertes Licht einstellen. Und hier, wie gesagt, halten. Das ist cool. Was ist halten? Da können wir alle Lampen in unserem Haus ausschalten. Eine coole Geschichte, die es so in der Hue-App für den vorherigen auch noch nicht gab. Und ja, dann haben wir halt die verschiedenen Szenen auf der Hue-Taste. Wir probieren das mal aus. Licht geht aus. Licht geht an. Jetzt könnten wir durch die Szenen durchschalten. Ups. Oh, ich bin blind. Wir könnten jetzt hier die Helligkeit erhöhen oder wieder ausschalten. Interessant zu sehen ist, was passiert, wenn ich auf die Hue-Taste drücke, während das Licht aus ist. Und auch da kann ich direkt auf die Szenen zugreifen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, weil man wirklich einen Taster zum Ein- und Ausschalten. Und das gefällt mir. Das gefällt mir. Wir können jetzt hier noch auf zeitbasiertes Licht gehen. Da können wir halt Zeiträume einstellen mit jeweils einer Szene, wie sich die Geschichte dann verhalten soll. Und auf Drücken genau, können wir halt das natürliche Licht aktivieren. Wir gehen mal wieder zurück auf den Szenenzyklus und der gefällt mir eigentlich besser. Und ja, was kann ich euch sagen? Der neue Hue-Dimm-Schalter ist wirklich eine feine Geschichte. Gefällt mir, macht Spaß und ist sicherlich auch was für euer Smart Home.